Servus Freunde, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich bin vor kurzem mit dem Abi fertig geworden und ich dachte mir, nach 12 Jahren Schule ist jetzt der perfekte Moment gekommen, mal meine Meinung zu unserem Schulsystem zu äußern und die ist nicht besonders gut. Ich bin sogar der Meinung, dass es ziemlich ungerecht zugeht. Zumindest das, was ich im Laufe meiner Schulzeit so beobachten konnte. Fangen wir mit etwas Grundsätzlichem an. Die Noten, Zeugnisse, die Basis des Systems. In Deutschland sind wir sehr prüfungsfixiert. Man will immer eine vermeintlich objektive Wertung haben. Schon in der Grundschule gibt es Noten, um die Schüler nach der 4. Klasse zu sortieren. So früh vermeintliche Gewinner und Verlierer zu bestimmen, ist äußerst umstritten. Doch zunächst zu den Noten. In einem Interview sagte mal ein Lehrer, er hätte in über 30 Jahren Schule im Nachhinein nie objektiv Noten verteilt. Wieso? Weil er ein Mensch mit Gefühlen, mit Sympathien und Antipathien sei. Und das ist auch genau das zentrale Problem, das ich sehe. Die vermeintlich so objektiven Noten sind so unglaublich lehrerabhängig und subjektiv. Selbst bei Klausuren. Es gibt verschiedene Lehrertypen. Im Laufe einer Schulzeit lernt man sie alle mal kennen. Es gibt die, die einem quasi die Punkte hinterher schmeißen, die wirklich übermäßig nett bewerten, einen laschen Unterricht machen, wo man viele Filme guckt, wo man mit minimalem Aufwand ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Das Kontrastprogramm dazu sind die Übermotivierten, die Schule als ihren Lebensinhalt sehen und es von jedem anderen auch zum Lebensinhalt machen wollen, weil sie sonst zu Hause anscheinend nichts zu tun haben, die einen extrem harten Unterricht fahren und bei den Noten geiziger sind als Dagobert Duck beim Geldausgeben und sehr gute Noten meist aus Prinzip nicht verteilen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet eine Person klonen und die eine zu Lehrer A und die andere zu Lehrer B schicken. Das wären locker 2 bis 3 Noten Unterschied bei exakt derselben Leistung und Intelligenz. Ich hatte genau das mal in Erdkunde. Ich hatte eine sehr freundliche Lehrerin, wo der Schnitt so bei einer 2 lag in der Klasse. Dann gab es einen Lehrerwechsel und der Schnitt lag plötzlich bei einer 4. Es waren dieselben Leute, es hatte sich nichts geändert. Die waren nicht plötzlich dümmer geworden. Ich will schon so weit gehen und sagen, es ist wirklich ein Glücksspiel. Wenn man sich das jetzt alles so anguckt, dann merkt man, dass eine Note doch wirklich wenig über eine Person und deren Intelligenz aussagen kann, solange nicht exakt die gleichen Kriterien für alle gelten. Sie hängt natürlich auch von der Kursstärke ab. Wenn zum Beispiel man als mittelmäßiger Schüler in einem Kurs voller Streber sitzt, die da den ganzen Tag lernen, ist das natürlich unfair, wenn mein gleich intelligenter Kumpel in einem Kurs voller Leute sitzt, die keinen Bock haben und dann natürlich glänzen kann. Das sind alles Dinge, auf die man als Schüler keinen Einfluss hat. Dann haben einige Lehrer natürlich oft noch Lieblingsschüler. Teilweise sind diese nicht besonders intelligent und kriegen dennoch eine 1. Bei einem anderen Lehrer hätten sie wahrscheinlich gerade noch so eine 3. Es spielen persönliche Sympathien eine riesengroße Rolle. Ich denke, das kann jeder von euch bestätigen. Die Schule ist ein Mekka der Blender. Wer sich gut verkaufen kann bei den Lehrern, der staubt bessere Noten ab, das ist Fakt. Die Leute, die vielleicht intelligenter, aber zurückhaltender sind, bleiben auf der Strecke. Dann gibt es noch Lehrer, die Mädchen bevorzugen. Es gibt welche, die Ausländer benachteiligen. Studien ergaben übrigens, dass immer noch die Bildungschancen eines Kindes extrem von der sozialen Schicht der Eltern abhängig ist. Heutzutage immer noch. Dann gibt es noch Lehrer, die einfach die schriftliche Note auch mündlich geben. Da zweifelt man doch wirklich am Verstand. Ich hatte eine Lehrerin, die hat einfach exakt jedem das gegeben im Zeugnis, was er auch geschrieben hat. Wenn du eine 1 geschrieben hast, aber nie im Unterricht auch nur ein Wort gesagt hast, du hast die 1 gekriegt. Andersrum genauso. Wenn du eine 5 geschrieben hast, sonst aber der Überflieger warst, hast du Pech gehabt. Und da verstehe ich nicht, wie solche Leute Lehrer werden können. Man hat mal Lehramtsstudenten befragt und viele gaben an, dass sie nicht Lehrer werden wollten, um Jugendlichen etwas beizubringen, sondern weil es ein sicherer Job mit viel Freizeit sei. Einigen merkt man das natürlich später an. Wenn man in eine abschlussrelevante Phase beim Abi oder der Real- oder Hauptschule kommt, würde ich fast behaupten, dass 50% des Schnittes die Lehrer ausmachen. Stellt euch mal vor, ihr dürftet einmal euch alle Lehrer aussuchen, die ihr wollt, und einmal würdet ihr nur eure Hasslehrer bekommen. Da ist natürlich am Ende ein riesengroßer Unterschied, was dabei rauskommt. Was könnte man dagegen tun? Man könnte alle Arbeiten von Lehrern korrigieren lassen, die die Schüler noch nie gesehen haben, damit diese wirklich objektiv urteilen können und keine persönlichen Präferenzen pflegen. So wird das auch schon in anderen Ländern praktiziert, in Deutschland allerdings nur selten. Zu hoch wäre der Verwaltungsaufwand, wird gesagt. Viele Lehrer wollen aber auch einfach nicht, dass sich Dritte bei ihnen einmischen und sie kontrollieren. Übrigens, da soll jetzt kein Hate allgemein gegen Lehrer sein. Es gibt auch viele, die wirklich ihr Bestes geben und versuchen, gerecht zu sein. Und ich weiß, dass das auch nicht immer ein einfacher Job ist. Was auch sehr umstritten ist bei uns, ist, dass man schon in der Grundschule einen Notendruck und Wettbewerb zwischen den Schülern aufbaut. Verteidiger sagen, man bereite sie so auf das Leben vor. Experten halten das schlicht für veraltet und falsch. Vorbild ist wie so oft Skandinavien. Finnland hat laut der PISA-Studie das beste Schulsystem der Welt.
Hier gibt es bis zur 7. Klasse gar keine Noten. Es klingt erstmal komisch, aber auf den zweiten Blick macht es Sinn. Man will erstmal die Schüler frei von Druck an das Lernen gewöhnen. Kleine Klassen, Schulpsychologen, individuelle Lernpläne. Die Schüler können sich eigene Wochenpläne erstellen, wie schnell sie etwas lernen wollen und welche Dinge wollen sie sich eigenständig erarbeiten, welche mit den Lehrern. So bleibt niemand auf der Strecke, weil jeder sich sein eigenes Tempo festlegen kann. Lehrer werden dort deutlich anspruchsvoller ausgebildet als hier und müssen sich ständig weiterbilden. Es wird versucht, eine entspannte Atmosphäre im Klassenzimmer zu erzeugen und Spaß an der Sache zu finden, ohne jetzt irgendwie den Namen tanzen zu müssen. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Kommen wir zu den Inhalten. Es wird in Deutschland stark vorgegeben, was man machen muss. Zum Beispiel Religion konnte ich nie abwählen. Totaler Schwachsinn meiner Meinung nach. Gerade Religion. Hier finde ich, sollte man Staat und Kirche endlich mal vernünftig trennen wie in Frankreich. Jeder kann sich in seiner Religion unterrichten lassen, gerne, privat in der Gemeinde. Und nicht gezwungenermaßen katholisch oder evangelisch in der Schule, weil der Staat das will. Zumal man in dem Fach eh nur Unnötiges lernt, aber das jetzt mal beiseite. Ansonsten lernt man viel, von dem man weiß, dass man es nie in seinem Leben brauchen oder gar anwenden wird. Sind wir mal ehrlich, das, was in den Arbeiten abgefragt wird, so 90% haben wir doch davon schon in der nächsten Woche wieder vergessen. Und so sollte es ja eigentlich nicht sein. Die Schule fördert, dass man für die Prüfung zwar lernt, aber nicht für das Leben. Es ist natürlich schwer zu entscheiden, wie und was man Schüler lernen sollte und was nicht. Ich würde mir mehr Selbstbestimmung wünschen. Dass man sich früher und vermehrt aussuchen kann, was für einen wichtig ist, was einen interessiert. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel Chemie nicht kann und weiß, ich werde hundertprozentig damit nie etwas in meinem Leben machen, dass ich das dann jahrelang nicht abwählen kann. Ich würde mir auch wünschen, dass man mehr aktuelle Themen aufgreift und generell moderneren Unterricht macht. Das Internet beispielsweise ist mittlerweile unglaublich wichtig geworden und spielt nicht nur im privaten Leben der meisten Menschen eine ungeheure Rolle, sondern auch bei jedem relevanten Unternehmen. Aber man lernt nichts darüber in der Schule, weder über die Vorteile oder Gefahren oder generell den Umgang mit dem Internet. Was natürlich auch kein Wunder ist, denn für die Politik ist Internet bekanntlicherweise ja noch für uns alle Neuland. Kommen wir zum dreiteiligen Schulsystem. Mittlerweile ist das überholt. Vor allem haben Real- und Hauptschule mittlerweile einen viel schlechteren Ruf als früher. Das Resultat daraus ist, Millionen Schüler quälen sich auf das Gymnasium, bleiben mehrmals sitzen oder scheitern. Und wir haben in Deutschland viel zu viele Studenten, während die Ausbildungsberufe händeringend Leute suchen. Hauptschüler werden von der Gesellschaft direkt als nicht intelligent abgestempelt. Ohne die Herkunft des Kindes zu betrachten, unter welchen Umständen es vielleicht aufgewachsen ist, dass es vielleicht nie Deutsch zu Hause gesprochen hat. Man beachtet das alles nicht. Hauptschule ist gleich dumm. Stattdessen wird direkt aussortiert, schon in der 4. Klasse, anstatt gerade die Leute, die eventuell Potenzial hätten, zu fördern. Ich wäre für ein längeres Zusammenlernen. In Schweden bleiben 9 Jahre lang alle in einer Klasse. Nach 9 Jahren kann man doch auch viel besser das Kind beurteilen, wo die Richtung hingeht, als nach 4 Jahren hier in Deutschland. Studien beweisen, dass dies im Endeffekt sogar förderlicher für alle ist. Andere Länder haben das auch längst eingeführt, Deutschland noch nicht. Das war's, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und ihr auch der Meinung seid, dass es in unseren Schulen ungerecht zugeht. Was meint ihr dazu? Welche Lehrertypen kennt ihr noch? Schreibt eure Meinung zu unserem Schulsystem mal bitte in die Kommentare. Ich diskutiere auch gerne mit. Dann noch eine wichtige Ansage. Ich habe einen zweiten Kanal. Checkt das doch bitte aus. Erster Link in der Beschreibung. Kommt ihr auf das Infovideo, wo ich erkläre, worum es da genau gehen wird. Lohnt sich auf jeden Fall. Geht da drauf und lasst im besten Fall natürlich ein Abo da. Das war's. Die Schulwelt ist böse. Passt auf euch auf.